Hallo und willkommen zurück zu Anno 1404. So, ich habe jetzt einen Marathon geplant. Ich spiele das Spiel jetzt, also nicht das ganze Spiel, aber diese Mission, die spiele ich jetzt an einem Stück hier erstmal durch. So, und wir sind auf der Suche nach der Schatulle, denn den Schlüssel haben wir schon gefunden. Also hier den kupfernen Schlüssel und die eiserne Schatulle, die befindet sich noch irgendwo hier unten. Hier haben wir allerdings die Flotte von dem D4Cass. Und ja, die ist natürlich. Ja, die ist nicht ohne. Und die ist uns auf jeden Fall noch im Weg. Und ja. Da brauchen wir vom. Ja, wo haben wir ihn? Hier oben von ihm brauchen wir Schiffe und die bekommen wir. Sind sie das? Ja, bitte sehr. Den Kreuzzug werden diese Bibeln versetzt euch. Die Bücher hat er gerade bekommen. Er hat ja hier nach 10 Tonnen Büchern gefragt. So, also, das hat er jetzt bekommen. Und 10 Tonnen Kriegsmaschinen. Die Kriegsmaschine. Bevor sie Kriegsmaschinen herstellen können, muss ihre Stadt weiter wachsen, bis Adlige darin leben. Doch mit Hilfe Al-Sahirs orientalischer Kriegsschiffe besteht noch Hoffnung, an das Wrack Ampere in Riff zu gelangen. Das ist nämlich das Problem. So. Wir müssen nach Wrack Ampere in Riff kommen. Das ist hier unten. Also wir sind da ja schon hingefahren, aber irgendwie konnten wir dann da wohl nicht, ja, das Schiff untersuchen. Auch wenn wir da hingefahren sind. So, wir haben hier auf der Insel, unsere Hauptinsel, da haben wir. Ihre Wasservorräte werden knapp. Okay, gucken wir mal schnell danach. Und eben die Noria wieder. So, wieder auffüllen. Auf der Hauptinsel, da haben wir besser als in irgendeinem Patrizia, aber die sind noch nicht glücklich. Deswegen, so, jetzt haben wir hier den, jetzt ermöglichen wir denen den Besitz von, ja, Büchern. Und damit müssten sie jetzt in der Lage sein aufzusteigen, wenn wir genug Glas, ich glaube, die brauchen Glas, aber ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich Glas brauchen. Schauen wir mal. Also alle Bedürfnisse sind eigentlich gedeckt. 1190 Patrizia. Wir schauen auch nochmal hier drauf, auf den Marktplatz und schauen jetzt mal hier rein. 1133 Patrizia. Wir brauchen noch 57. 1190 brauchen wir. Da brauchen wir wohl noch ein paar mehr Bürger. Und mehr Bürger bedeutet, ich schaue auch nochmal rein hier, man braucht ja die Handelsprivilegien, okay. So, dann brauchen wir noch mehr Bauernhäuser. Boah. Patrizierhaus hier vorne stehend, ah ja, schick. So, dann brauchen wir hier wohl noch einen Markt, denke ich, denn Schenke ist gut, ja, aber wir brauchen hier tatsächlich noch einen Markt. Dann müssen wir, mal überlegen, in welche Richtung denn die Stadt noch expandieren soll. Eher hier oben rüber oder eher hier unten? Aber ich denke mal eher hier unten runter. Beißen wir mal in den sauren Apfel und bauen hier unten noch einen teuren Markt. So, wir haben den einen da, den anderen da. Dann wäre eigentlich. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Naja. So, dann los. Greift die mal an. Was ist das denn gerade zum Ruckeln? So, greift die mal an, die Dame. Das Schiff bleibt hier. Es mag ja sein, dass im Krieg jeglicher Anstand verloren geht. Aber bei euch herrscht zu. Ach, sehr schön. Ihr habt euch meine Worte zu Herzen genommen. So, jetzt verlangt, oder hätte der Bruder Hilarius, ja, der hätte ganz gerne, dass wir hier einen Schuldturm bauen. Kein Glas? Himmelherr, also Moment, Schuldturm bedeutet aber auch, um ein Schuldturm-Glasfenster benötigt. Aber bitte, dann müsst ihr eben eine Glasproduktion errichten. So, jetzt haben wir erstmal das Schiff zerstört. Wunderbar. So, fahren wir mit den Schiffen zurück. Bruder Hilarius bemerkt, dass sie für den Bau des Schuldturms Glas benötigen. Ja, danke, dass die Nachricht wieder verschwunden ist. Was ist das für ein Schiff? Ist das ein feindliches? Nein.
einen Glasturm benötigen. Bevor Sie den Schulturm errichten können, müssen Sie für die Erzeugung von Glas sorgen. Bauen Sie die benötigten Produktionsstätten. Quarz können Sie entweder selbst abbauen oder bei einem Ihrer Nachbarn einkaufen. Und in Welfenberg hätte er gerne, dass Sie da einen Schulturm errichten. Okay, gut. Das heißt, dann haben wir hier wohl die 1190. Tatsächlich. 1190 Patrizier. Dann brauchen wir gar nicht erst hier weiterbauen. Okay. Ach, okay, es war bloß für die Patrizierhäuser notwendig. Damit bin ich einverstanden. Wir hatten die Patrizierhäuser, die sind noch nicht voll besetzt gewesen. 23 von 25 Bewohnern. Ja, okay, alles klar. Da ist noch ein bisschen Platz. Sehr gut. Hier fehlt noch eine Kapelle. Ja, dann brauchen wir den da oben. Bin ich einverstanden. Noch eine Kapelle hin. So, da ist die Kapelle. Okay, einen Schulturm hätten Sie gerne. Das ist der hier. 24 Glas, 60 Stein, 7000 Gold. Bilanz sieht gerade gut aus. Was haben wir hier noch? Prunkvoller Platz. Besitzt dieselben Eigenschaften wie Steinpflaster. Steinstraßen, Entschuldigung, verschönert allerdings die Siedlung. Da schauen wir auch. Oh ja, das sieht gut aus. Okay, interessant. Quarz können wir aber leider immer noch nicht abbauen, weil wir zu wenig Nomaden haben. Wir haben 440 Nomaden. Wenn das grün ist, heißt das, wir haben die. Dann fehlt uns da noch der Rang beim Scheich. Ah. Verbündeter des Scheichs, diplomatischer Rang. Ja, da müssen wir ja dann wieder beim Großvisier entsprechend dann die Aufgaben erfüllen. Helfenberg ist gewachsen und hat einen neuen Status erreicht. Einen neuen Stadtstatus erreicht. So, okay, jetzt ist es eine. Weiß man nicht. So große Stadt, dass sie einen Schulturm benötigt. Ah ja, so, dann schauen wir mal hier. Kirche, die reicht nicht überall hin. Patrizierhaus hat jetzt hier nicht ausreichend Glauben und. Wobei, eigentlich reicht. Doch, das reicht. Ja. Dank euch führen wir ein sorgloses Leben. Ja. Okay, Schulturm, wie sieht der aus? Oha, okay. Sehr schick. Gut, da brauchen wir noch einiges an Rohstoffen dafür. 60 Stein, die kriegen wir hier zusammen. 24 Glas allerdings nicht. Aber wir haben... Schau mal ins Lager. Wir haben doch hier vor kurzem noch Quarz eingekauft. Das ist jetzt... Weg, okay. Das ist unsere Hermes. Wir haben auch... Die sind alle repariert, gut. Wir schicken die mal an die Seite. Wir haben doch noch dieses große Schiff. Die Komet, genau. Um Handel zu betreiben... Gehen wir doch einfach mal hier hin. Ich kann euch die Tür zur Weisheit öffnen. Hindurchgehen müsst ihr selbst. Oh ja. So, also wir haben da gerade die Komet vollgeladen. Naja, beladen, sagen wir mal vielmehr, mit Quarz. Und jetzt holen wir mal beim Großvisier noch mehr Quarz. Jemand, der helfen kann. Genau. So, und dann haben wir hier oben... Ja, da sind natürlich ganz schön viele Schiffe hier. Kann ich denn da angreifen? Also will ich auch gar nicht. Gott sei Dank. Nun könnt ihr endlich den Schulturm bauen lassen. Ja, wir bräuchten nur ausreichend Glas, denke ich mal. Okay, so, und dann... Die schützende Hand Gottes ruht auf meiner Flotte. Sind wir hier beim Großvisier und schicken die auch gleich zum Handeln weiter. Ja... Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Sehr löblich. So, und fahren hier rüber. Und wo? Okay. Fahren wir da mal mit unserem Schiff oder mit unserer Flotte hin. Wir sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Bei Allah, wir müssen dieses Unrecht stoppen. Ja. Ich gebe mein Bestes. Sind ja auf dem Weg.
So, und jetzt schauen wir auch mal, wie viel Glas haben wir hier? 13, also das heißt dann, dass eigentlich die hier auch nichts mehr zu tun haben, ja? Ja, die haben gerade nichts zu tun. Die Druckerei arbeitet allerdings noch. Ja, die brauche ich auch kein Glas. Ah, die greifen hier an. Korrigieren den Kurs, hervorragend. So, ein bisschen Stein auf der Insel, was haben wir hier noch? Ja, hier könnten wir noch irgendwie Trauben anbauen. Hier Kräuter und Getreide und es gibt ja auch ein bisschen Eisen. Ja. Falls man es braucht, kann man die auch noch ansteuern. Okay. Unsere Flotte, die lassen wir mal einfach hier oben irgendwo stehen. Passt ja soweit. Die Komet, die kann Einer man ihrer entladen. Betriebe stellt keine Waren mehr her. Genau, die Glasschmelze, ja. Fährt aber jetzt dann wieder rauf, denke ich mal, ne? Müsst ja. So, Britannik, Handelsroute 2. Okay, wir haben jetzt auch ausreichend an Kleidung. Hier, an, wo haben wir sie da? Lederwämsern. 11 Tonnen. Das Schiff, das hier gerade war, müsste die entladen haben. Hat noch 21 Tonnen an, wie heißt es gleich, an Indigo dabei. 11 Tonnen Lederwämser. Ja. So, Lederwämser werden ja hier oben hergestellt. Da müssen wir nachschauen, ob wir da eventuell mit der Produktion ein bisschen, für die Produktion eventuell ein bisschen raufschrauben müssen. Aber 6 Tonnen, ich meine, das ist ja eine recht kurze Route. Hier haben wir jetzt gerade 23 Tonnen. Verkaufen wir es eventuell? Machen wir. Schrauben wir das mal noch ein bisschen rauf. Also 50. Sondern das hier auch. Sagen wir mal, auch ab 50 können wir es gerne verkaufen. Drunter geht eben nicht mehr. Und hier müssen wir auch alles mal ein bisschen raufschrauben, weil wir die teilweise eben einfach mal benötigen. So, hier gehen wir mal auf 60 rauf. 60 Tonnen können wir gerne mal im Lager behalten. Als andere hier Mehl und Gewürze, da könnten wir. Ja. Passt soweit. Okay. Sind hier irgendwo feindliche Schiffe unterwegs gerade? Nee, sehen wir nicht. Doch, da. Gut. Aber wie man sieht. Oh, der wird angegriffen. Können wir den irgendwie reparieren? Ich weiß es nicht, glaube nicht. So, was kostet denn ein neuer Turm? Das ist ein Hafenwehrturm. Der ist dann hier zu finden, genau. Wir brauchen dazu. Nochmal schauen. 8 Werkzeuge und 12 Stein. Okay. Und was kostet der im Betrieb? 30. Geht auch noch. Das können wir uns eigentlich auch noch leisten. Könnt ihr nicht ein paar armen Seelen Obdach geben? Ihr öffnet Na uns die klar. Stadttore. Vergesse ich euch nie. So, das nächste Schiff versenkt von Marie d'Artois. Sieht unsere Flotte aber ein bisschen weiter Richtung Süden, also ganz so weit im Norden hier möchte ich sie nicht unbedingt haben. Oh, da kommt wieder ein Schiff. Okay, beobachten wir das mal. Da müssen wir eventuell gleich mal eingreifen. So, 15 Glas schon. Wenn wir dann den Schuldturm haben, dann kriegen wir auch dann die Adligen. Darauf freue ich mich wirklich. So, mit den Schiffen fahren wir jetzt mal Richtung Norden. Oh, was ist das? Da oben rüber und dann greifen wir an, damit das Schiff nicht mehr nach Norden fliehen Ihr kann. Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. So, jetzt flieht es zwar, aber wir sind deutlich schneller und wir kriegen das. Jawohl. Ja, die pumpen hier oben immer ein Schiff raus. Wir haben Seid ihr hier. noch bei Sinnen? Haha, Seekreuz in Bronze, 15 Schiffe versenkt. Die droht uns mit Vernichtung. Okay. Ich freue mich.
Sie fährt hier oben lang. Dann schicken wir unsere Flotte mal hier in die Richtung. Wir schauen auch mal hier in unserer kleinen Werft. Ich hätte gerne eine große Werft, aber die haben wir noch nicht. Doch, die haben wir. Aha, wir haben die große Werft. Hervorragend. Steine werden abgebaut. So, Steine verkaufen wir nicht. Gut. Das heißt, es werden mit der Zeit mehr werden. So, dann bauen wir doch bald, wenn wir dann mal die Steine dafür haben und den Schulturm gebaut haben, bauen wir doch die große Werft bis dahin. Ja gut. Kleinere Schiffe noch rauspumpen ist jetzt auch nicht so sinnvoll dann. Dann sparen wir doch einfach einen Moment. Schießen derweil die Schiffe von Marie d'Artois mit unseren kleineren Kriegsschiffen ab. Bevor wir dann große bauen. Das ist Sünde. Ja, da schickt sie direkt das nächste. Das ist gut. Wenn das hier alles ihre Schiffe sind, die sie hier nach und nach losschickt, alles in Ordnung. Soll sie machen. Wir fahren weiter Richtung Süden. Damit sie erstmal kommt. Damit sie nicht so schnell mit dem geschädigten Schiff entkommt. Wir locken sie quasi an. Fahren dann noch ein Stückchen weiter. Ja, die hat ein recht flottes Schiff. Ich glaube, die hat so einen Geschwindigkeitsbonus. Und Angriff. Ja gut. 5 gegen 1. Läuft gut für uns. So, alles klar. Das schickt die wahrscheinlich gleich das nächste los. Müssen wir mal gucken, ob wir hier... Wie könnt ihr nur? Da schickt das nächste los. Da stehen aktuell 5, 6, 7, 8, 9. Plus 3 sind 12 und dann hier natürlich auch noch überall. Dann müssen wir mal gucken, ob sich das hier, ob die sich hier wieder auffüllen. So, von mir aus kann sie auch gerne hier runterfahren zum Hafen und hier unten angreifen. Das bringt ihr eigentlich recht wenig. Muss er das wie mit unserer Flotte dann zu ihr fahren? Ah ja, da dreht sie bei und greift unsere Flotte an. Dann kommen doch mal näher. Ja gut, das war jetzt nicht sonderlich erfolgreich für sie und für uns eigentlich auch nicht. Drehen wir doch wieder um. Vielleicht dreht sie da mit ihrem Schiff auch um. Dann schauen wir auch mal wieder hier hoch. Da steht kein neues Schiff. So schnell produziert sie die also nicht nach, aber sie hat auf jeden Fall noch eine große Werft und noch eine große Werft. Ja. So, wie sieht das hier aus mit den Rinder, mit den Wemsern? Schauen wir mal. Lederwemser 17, naja, leert sich, aber eigentlich bleibt das mehr oder weniger konstant. Gut. Wie sieht's aus? Gut, das Seekreuz, das ist geschenkt. 1000 Gesandte erreicht. Siedeln sie in einer Partie viele Gesandte an. Achso, Siegel des Orients, 1000 Gesandte. Bronzenes Ehrenzeichen der Helfer. Ja, okay, Adelszeichen 1000 Adlige. Meistern sie den Erfolg der Hohe Rat. Gewinnen sie die Gunst des Hohen Rates. Erfüllen sie die Aufträge, die ihren Mitspielern am Herzen liegen. Alles klar. Ja, mit dem Profil habe ich schon über 12,5 Stunden gespielt. Gut. So, da greifen wir mal noch an. Da ist die Marie wieder unterwegs. Und wir haben jetzt hier 48 Tonnen Stein, 21 Glas. Und für den Schulturm brauchen wir 60 Stein, 24 Glas. Das heißt, wir brauchen noch mehr Steine. Haben wir nicht noch eine zweite? Hier unten im Grab, da haben wir einen Stein vorkommen. Na, dann gehen wir das doch mal... Was haben wir hier? Hier ist ja die Eisenmine. Schauen wir mal eben hier rein. Ach, da haben wir immer noch mehr als genug.
Ja, dann müssen wir wohl noch. Ah, hier haben wir noch einen Stein vorkommen. Dann bauen wir das mal noch ab. Wobei, hier haben wir ein Markthaus. Dann können wir das direkt da machen. Entschuldigung, so. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ah, da folgen die. Der Feind greift ja eines ihrer Schiffe an. Alles klar, einen Moment lang nicht aufgepasst und schon folgen die dem Schiff bis in den Hafen. So, also wir müssen hier eine Steinmetzhütte bauen. Was machen wir? Da bauen wir sie hin. Ja, entsprechendes Vorkommen haben wir ja da. Okay. Wunderbar. Mehr Steine für uns. 22 Glas. So, wir werden verfolgt. Okay. Das könnt ihr kriegen. Kriegen wir das Schiff? Ich glaube, wir sind leicht schneller, aber irgendwie... Wir kommen nicht dazu, hier abzufeuern. Doch. Aber wir sind noch zu weit weg. Ne, das ist zu weit weg. Das bringt nichts. Da fahren wir mit unseren Schiffen zurück. Und lassen die da mal reparieren. Was haben wir hier? Da ist zu viel Milch. Wahrscheinlich ist das Lager hier voll. Wie sieht das hier aus mit Bewohnern? Brauchen wir hier noch neue Bewohner? Wir haben noch Platz hier. Lass mich mal eben schauen. Also, ja, Bedürfnis wird erfüllt. Moschee haben wir nicht und ja, Besitz haben wir ja auch nicht, weil wir ja hier keine Teppiche herstellen können, weil wir hier keine Seide haben. Seidenplantage haben wir hier hingebaut, aber wir haben hier keine Seide. Wir haben hier noch eine veränderbare Ressource, aber das Saatgut, ja, halten sie bei Lord Northburg und Alsahir. Alsahir ist der einzige hier. Der Northburg, der ist gar nicht da. Alsahir bietet das aber nicht an. Ist die Gefahr des Krieges nicht gebannt. Also wird das nichts. Aber ja. Da ist schon wieder so ein feindliches Schiff. Diesmal ist es beschädigt. Eine gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet vor. Ja, jetzt haben wir das ist schon ein bisschen mehr beschädigt. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt kaputt. Schauen jetzt mal hier rein. Schulturm ist ja jetzt drin. 60 Steine, da fehlen noch 2. Den bauen wir noch. Ja, diesmal kriegen wir das Schiff kaputt. Sehr gut. Eine Tonne Stein fehlt noch. 24 Glas haben wir. Die benötigen wir auch. Welch Frevel! So, und dann schauen wir mal, wo bauen wir den denn hin? Wo haben wir denn die meisten Patrizier? Hier oben eigentlich, ne? Können wir eigentlich da oben die Kapelle abreißen und da oben den Schulturm hinsetzen? Klar, das machen wir auch. Die Kapelle, die ist ja nicht wirklich nötig. Schulturm. Und. Zack. So ist es schon viel besser. Und seht, ich hatte recht. So, und da. Schauen wir doch mal. Sehen wir da sogar. Oh, guck mal, da haben die sogar so ein Fallbeil. Schön, schön, schön. So, okay. Screenshots habe ich gemacht. Wir haben da den Turm errichtet. Und jetzt können eigentlich auch die Patrizier hier wieder noch weiter aufsteigen. Und zu Adligen werden. Das schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Sind dann mal gespannt auf die ersten Adligen. Bis dahin hoffe ich erstmal, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.